Baureihe 213 von Brava in ozeanblau-beiger Lackierung ist der Neuzugang auf meiner Anlage, welchen ich mit diesem Video genauer vorstellen möchte. Zunächst betrachten wir die Lok einmal in der Nahaufnahme. Nun möchte ich euch die wichtigsten Funktionen der Lok vorstellen. Funktion 1 – Sound. Funktion 2 – Kurzpfiff. Funktion 3 – Glocke. Funktion 9 – Signalhorn. Funktion 10 – Kompressor. Funktion 12 – Dampfheizkessel. Funktion 13 – Hilfsdiesel. Funktion 15 – Kupplung. Funktion 16 – Tür. Funktion 17 – Schaffnerpfiff. Funktion 7 – Führerstandsbeleuchtung. Funktion 11 – Angetriebener Lüfter. Nachdem die wichtigsten Funktionen nun vorgeführt wurden, möchte ich hier noch das automatische Ankuppeln an einer Eselbügelkupplung zeigen. Durch die automatische Kupplung kann das Modell natürlich perfekt als Rangierlok verwendet werden.
Der eben zusammengestellte Güterzug verlässt hier den Bahnhof Baiersdorf, damit wir ihn später auf freier Strecke begutachten können. Nachdem die Güterwagen an anderer Stelle entladen wurden, werden sie hier im Güterbahnhof wieder bereitgestellt für das nächste Beladen. Bei der Ausfahrt aus dem Güterbahnhof muss unsere Lok kurze Zeit auf eine entgegenkommende Lok warten. Sobald das Signal auf freie Fahrt springt, kann unsere Lok weiterfahren. Als nächstes muss ein Personenzug bestehend aus 4 Donnerbüchsen auf dem Bahnsteig 1 bereitgestellt werden. Thank you.
Bevor der Zug ausfahren kann, muss er noch eine durstige Dampflok passieren lassen. Nachdem die Strecke nun frei ist und alle Signale und Weichen gestellt werden, kann der Zug dann abfahren. Hier ist unser Personenzug nun bei der Einfahrt in Beiersdorf zu sehen. Die Lok wird nun vom Zug abgekuppelt, um auf das Abstellgleis zu fahren. Das Modell hat sein Ziel nun fast erreicht und fährt dem verdienten Feierabend entgegen. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video einen kleinen Einblick über das Brava-Modell verschaffen und wünsche allen Modellbahnern weiterhin gute Fahrt.